Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Auf der einen Seite Mickey Mouse, auf der anderen Seite Donald Trump als Darth Vader. Das ist die Kunst von Giuseppe Veneziano. Er ist ein Vertreter der New Pop Art, kommt direkt aus Italien hier nach München. Und die Galerie Kronzbein leistet mal wieder Pionierarbeit, indem sie diesen super tollen Künstler hier nach München holt, zu seiner ersten eigenen Ausstellung. Die Leute hier sind begeistert und ich möchte jetzt mal wissen, was sie denn fühlen, wenn sie Giuseppe Venezianos Kunst sehen. Einerseits Fröhlichkeit, andererseits ganz viele Gefühle, also Beklemmtheit, Wut auch bei manchen Bildern oder Eigenartigkeit, ganz viele unterschiedliche Gefühle. Modern Feeling und Seele, die direkt übertragen wird. In einem langwierigen, genau durchdachten Entstehungsprozess erschuf Giuseppe anhand altmeisterlichen Techniken und neuesten Methoden diesen farbenfrohen Kompositionen, erfüllt von Witz, Ironie und Provokation. Was mir besonders gut gefällt, ist natürlich die provokante Art. Unglaublich gut. Sehr, sehr an der Grenze, aber gerade noch, würde ich sagen, im Bereich des Erlaubten. Ist es denn auch so, dass diese Provokation und diese ganzen Metaphern, er denkt, das ist ein Würstchen, ne? Diese ganzen Metaphern auch zum Nachdenken anregen? Man geht schon in sich oder denkt sich dann jetzt gerade wie bei dem Goofy hier zum Beispiel, Gesichtsausdruck oder so, man denkt nach oder auch das mit dem Papst zum Beispiel, für die Zeit wird ein bisschen frech auch oder witzig gemacht. Aber wie gesagt, für mich ist einfach, ich schaue es unheimlich gerne an. Also ich finde es selten, dass ich bei so Bildern oder Gemälden dann mir gleich 4, 5 zu Hause vorstellen könnte. Etwas Archaisches, sehr witzig. Und man muss genau hinsehen, weil in jedem Detail liegt etwas. Wie hier bei der Dame die zusammengebundenen Hände. Und Mädchen mit den Händen zusammengebunden. Ja. Sehr viel Verstecktes. Das gefällt mir gut. Sie haben sich hier so gemütlich gemacht auf Schneewittchens Schoß. Ach, das ist Schneewittchen hier. Schneewittchen. Ja, bin ich ja richtig. Bin ja ewig in Amerika, in Kalifornien, bin ewig im Disneyland. Also Schneewittchen finde ich schon mal sehr lustig. Dann den Papst finde ich sehr gut, auch Je suis Charlie finde ich, das ist schon heftig, würde ich mir jetzt nicht ins Zimmer hängen, aber die Aussage finde ich sehr gut. Giuseppe Veneziano malt nicht nur, er macht auch Skulpturen, wie zum Beispiel diese wunderbare Skulptur aus Bronze und dann übermalt von Papst Francesco auf dem Skateboard. Den Papst irgendwie auf dem Skateboard und so, das sind schon Dinge, ja, die einfach von viel Eigenständigkeit zeugen und ich sag mal auch von Humor und Fantasie. Ja? Weil mit Sicherheit gab es noch keinen Papst, der auf dem Skateboard stand, behaupte ich mal. Ja? Das dürfte auch mit der langen Kutte gar nicht so bequem sein, irgendwie, dass man sich da so richtig bewegen kann. Ich mag den Sarkasmus seiner Bilder. Meine Lieblingsarbeit ist der Papst auf dem Skateboard. Ich finde das eine ganz tolle, witzige Betrachtungsweise. Ich glaube, durch soziale Medien generell sind die Leute eh schon ziemlich auf Abwechslung, Schnelligkeit, Veränderung eingestellt. Und wir haben eben festgestellt, dass der Künstler wunderbar da ankommt. Ich dachte, um Gottes Willen, es ist viel zu provozierend und das können wir nicht machen, aber genau doch so muss es dann sein. Wie ist hier das erste Mal die Idee gekommen, unsere Idole, unsere Vorbilder auch so ein bisschen zu entzaubern? Il fatto di rappresentare la parte che noi non conosciamo del personaggio, la parte oscura. Quindi io mi sono immaginato quello che noi non vediamo nella realtà, diciamo, dei personaggi che io rappresento. Er hat gesagt, er wollte auch einfach mal die andere Seite zeigen, die ja in uns allen schlummert, die man nicht unbedingt so sieht von irgendwelchen Superhelden oder Idolen, die wir so haben, Mythen unserer Zeit. Und er möchte einfach diese dunkle Seite auch mal aufzeigen. Eigentlich muss ich das für die Jugend mitnehmen, weil das spricht mehr an
als diese klassisch alten Bilder. Es ist das, was, glaube ich, junge Menschen jetzt wirklich interessiert, was ihnen gefällt. Es ist witzig, daher sehr amüsant und auch kritisch sehr. Das finde ich sehr gut, dass es anstößig ein bisschen ist, aber auf eine witzige Weise und nicht beleidigend oder so. Das ist eine Kunst, mit der junge Leute einfach auch was anfangen können. Und ich finde sie sehr provokativ und das finde ich irgendwie gut, weil man sich so mal Gedanken darüber macht und das alles irgendwie anders in Szene gesetzt wird. Auch die Farben, die mit denen gearbeitet wird. Und hier auch nochmal die Bleistiftskizzen, die irgendwo präsentiert werden, das finde ich ziemlich gut, weil man einfach die Arbeitsschritte auch sieht. Auf eine irgendeine Art und Weise sehr neu, sehr anstößig, also jetzt gerade, wenn man dieses Bild betrachtet. Ja. Abgesehen von den tollen Motiven, was es mir von Giuseppe gefällt sehr, sind seine Farben. Und die Farben kommen aus Sizilien, also da ist die ganze Tradition. Piero ist einer der besten Freunde von Giuseppe Veneziano. Piero, sei venuto qua apposta per vedere questa mostra? Nella mia anima, nel mio spirito, è quella forma di ascetismo intellettuale che ti eleva e comunque ti fa vedere le cose in una prospettiva diversa. Also Piero sagt, das ist unglaublich, er ist einfach ganz, ganz, ganz weit vorne. Er ist immer einen Schritt voraus und er schafft es eben mit dem Intellekt uns zu provozieren und immer etwas herauszukitzeln. Und deshalb, er fühlt vor allem, wenn er die Bilder sieht, so eine Art Farbexplosion gefolgt von unglaublich vielen Gedanken. Das erste Bild ist natürlich der Lillen mir ins Auge geworfen, wo ich dann sage, okay, wow, jetzt bleibe ich mal kurz da stehen und einfach mal kurz mir ins Kopf gehen lassen, was da eben früher in Afghanistan war und was dann jetzt dann so ist. Und natürlich ganz, ganz toll. Also es hat mich total fasziniert, also muss ich sagen. My other favorite is actually the Darth Vader Donald Trump one. I like the fact that he's brought out the bad side of what was a good person, essentially. And he's idealizing somebody who from my background was somebody who was a bad person, is a good person essentially in Darth Vader. But unfortunately Donald Trump, as you and I probably both know, is not a good person. Was ist der USP der Galerie Kronzbein? Also Galerie Kronzbein steht für Pop und Urban Art, wie kaum eine andere Galerie weltweit, denn wir verfügen über eine einzigartige Sammlung von Werken von wichtigen Protagonisten wie Banksy, Andy Warhol, Lichtenstein, Black Lara, Stieg und es in physisch im eigenen Konvolut. Wir wollen auch zeigen, zum einen, dass Pop Art nach wie vor eine aktuelle Künstlersprache ist, die den Zeitgeist widerspiegelt. Und zum anderen wollen wir aber auch mit Pop Art deutlich darauf hinweisen, dass die beiden Stilrichtungen verwandt sind und dass die Urban Art in die Zukunft blickt. Sie nutzt den öffentlichen Raum, bildet Meinungen über soziale Kritik aus und ist einfach begeistert jung und alt und alle Gesellschaftsschichten. Was halten Sie von der Galerie Kronzbein? Finde ich genial. Also für mich das Beste in München. Die Galerie Kronzbein macht viel Reklame und ist sehr exklusiv. Ich bin eigentlich speziell aus dem Pop-Art-Bereich. Aber ich muss sagen, gerade der Urban-Art-Bereich mit Banksy zum Beispiel, den er jetzt vor kurzem machte, ist so überzeugend kuratiert worden, dass ich es nur empfehlen kann und die Verkaufszahlen sprechen ja dafür. Wir machen auch Probehängungen. Also man kann sich auch theoretisch verschiedene Kunstrichtungen, ob Urban Art oder Pop Art, aussuchen. Wird nach Hause geliefert, aufgehangen, bleibt ein paar Tage. Klappt meistens auch ganz gut. Und ja, also von der Rahmung, Service, ja, ich würde mal sagen, bezahlbare, moderate Preise und ja, nee, wir haben echt, ich hoffe doch sehr zufriedene Kunden. Ein gelungener Abend in der Galerie Kronzbein. Über 400 Kunstbegeisterte haben sich heute Abend hier versammelt, um Kunst auch aus einer anderen Perspektive zu erleben. Sehr, sehr interessante Kunstwerke und Bilder von Giuseppe Veneziano. New Pop Art vom Feinsten. Es war unheimlich schön, es hat Spaß gemacht. Ein wunderschöner Abend. Ciao.